Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich dachte mir, ich nehme euch wieder mal ein paar Tage bei meiner Ernährung mit. Da sich ja einige von euch gewünscht haben, dass ich mal die Kalorien zu den Mahlzeiten einblende oder halt generell von dem ganzen Tag halt, weil es immer ein bisschen schwer einzuschätzen ist durch mein ganzes Rumgesnacke, dachte ich, mache ich das mal für euch. Ich möchte es aber auch nur in diesem Food Diary machen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es eigentlich super einschränkend ist, wenn man ständig Kalorien trackt und es hat auf jeden Fall seine Vorteile, ja, aber ich möchte es halt einfach von mir selber aus nicht unbedingt jedes Mal machen, weil ich mich dadurch einfach, wie gesagt, einschränke. Ich bin einfach happy ohne Kalorien tracken und versuche einfach weitestgehend intuitiv zu essen. Und deswegen habe ich das für euch einfach mal in diesem Food-Diary gemacht. Aber hier auch nochmal die Warnung, bitte orientiert euch nicht an meinen Kalorienangaben. Es schreiben auch immer ganz, ganz viele in die Kommentare, dass ich zu wenig essen würde. Ganz kurz, Leute, macht euch keine Sorge, ich esse generell nicht zu wenig und wenn ich mal einen Tag habe, wo es einfach zu wenig ist, weil ich keine Zeit hatte, keinen Bock hatte oder einfach keinen Hunger hatte, dann kommen auch Tage, wo ich mehr esse, also macht euch da keine Sorgen. Ich versuche, wie gesagt, weitestgehend intuitiv zu essen. Jeder hat unterschiedliche Kalorienzahlen, die er täglich essen muss. Ich esse nie unterm Grundumsatz, ich esse immer darüber. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, es ist von Mensch zu Mensch verschieden. Also ich bin nicht gerade groß, ich bewege mich nicht gerade viel, gerade jetzt aktuell, wenn ich auf Arbeit gehe und wieder zurückkomme, das ist so der einzigste Weg, den ich am Tag habe. Ich kann mich halt selten dazu motivieren, nochmal eine Runde spazieren zu gehen und wenn, dann schaffe ich auch keine 10.000 Schritte. Mache halt 4 bis 5 Mal die Woche Sport, aber sonst jetzt auch nicht mehr. Deswegen orientiert euch nicht an meinen Kalorien, nur mal so. Und übrigens esse ich auch unter der Woche meistens, wenn ich auf Arbeit bin oder so, weniger. Und dann am Wochenende dafür mehr, weil ich da oft aus Langeweile esse. Deswegen, wie gesagt, es ist einfach nur für euch ein bisschen zur Orientierung und weil ihr es euch gewünscht habt. Aber die nächsten Food Diaries werden dann wieder rein intuitiv und ohne Tracken sein. Und deswegen, genau, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Und ja, wir sehen uns am Ende nochmal, denke ich. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon wieder Mittwoch. Ich habe morgen tatsächlich eine Stunde einen Tag frei reinbekommen. Das heißt, ich bin quasi morgen im Homeoffice und mache mir jetzt was zu essen. Beziehungsweise zeige ich, was ich mitnehme. Besser so rum gesagt. Keine Ahnung, was ich gerade wieder für Müll habe. Heute ist sogar erst um 8 durch, weil wir heute 2 Stunden Ausfall hatten heute früh. Also mal ein bisschen ausschlafen, halt ganz gut. Ich zeige euch mal fix, was es zu essen gibt und koche mir mal noch fix meinen Kaffee. Fällt mir gerade ein. Sonst überlebe ich den Tag, glaube ich, nicht, auch wenn ich ausgeschlafen bin, aber Kaffee muss sein. Ich glaube, ein Essen brauche ich euch mittlerweile nicht mehr zeigen. Es gibt wie immer Karotte und Apfel, Banane, paar Nüsse und wieder 3 Scheiben Brot mit Avocado. Diesmal aber statt Frischkäse noch zusätzlichen Käse genommen. Also normalen Scheibenkäse. Genau, jetzt koche ich mir noch einen Kaffee und dann ist das heute mein Essen für die Schule. Ihr Lieben, ich bin aus der Schule zurück, war gerade direkt duschen, weil irgendwie brauchte ich das heute mal. Habe mir jetzt noch was Kleines zum Snacken gemacht, das ist nämlich schon, ich glaube, 3:15 oder so. Und ich esse dann heute Abend mein Curry, deswegen gibt es jetzt nur was Kleines als Zwischensnack. Weil ich dann halt einfach ein bisschen zeitiger Abend esse, denke ich. Ich habe mir jetzt fix einen Joghurt gemacht. Mit wieder diesem Inner Beauty Pulver. Bisschen Agavendicksaft und noch ein bisschen was von meinem selbstgemachten Granola oben drauf gehauen. Und dazu kurz eine Tasse Waldbeertee und ein Glas Wasser. Und das ist jetzt mein kleiner Zwischensnack. So, ihr Lieben, da ist auch schon wieder der Donnerstag vorbei. Nee, heute ist gar nicht Donnerstag, heute ist Mittwoch. Der Mittwoch vorbei. Ich habe mir jetzt Abendessen gemacht. Ich habe übrigens heute noch 3 von meinen Cookies gegessen, die leider nicht so gut geworden sind. Ich versuche, wie gesagt, das Rezept nochmal abzuwandeln, aber deswegen werden sie ja trotzdem gegessen. Wir schmeißen ja nichts weg. Davon habe ich heute noch 3 gegessen. Und genau, jetzt gibt es bei mir zum Abendessen Curry. Endlich mal wieder. Ich freue mich so drauf. Einfach Basmati-Reis und dann habe ich in das Curry Kichererbsen geschmissen. Karotte ist drin, Zucchini, Brokkoli. Freue ich mich richtig drauf. Ich liebe die Kombi rote Linsen. Und Kokosnussmilch, logisch. Dann noch ein bisschen rote Currypaste und ganz viel Gewürze. Love it. Das ist so die niceste Curry-Kombi, die es gibt. Ich liebe es so sehr. Und als Nachtisch gibt es noch ein Stück Zartbitterschoki, wie gestern auch. Und genau, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich habe noch Bock auf einen kleinen Nachtisch. Deswegen gibt es jetzt noch eine Handvoll Tortilla-Chips. Die hat mir Robin gegönnt. Und einen Apfel.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Donnerstag. Ich bin heute noch mal einen Tag im Homeschooling spontan, weil es sich irgendwie nicht gelohnt hätte, in die Schule zu gehen, laut unserer Lehrer. Wir wären irgendwie für 2 Stunden mit Lehrer und 2 Stunden Stillarbeit gekommen. Heute ist übrigens Donnerstag. Ich habe mir jetzt Frühstück gemacht und zwar gibt es Porridge und ich freue mich voll drauf, weil ich die ganze Woche nur Joghurt und Brot esse und mich voll mal auf ein bisschen Abwechslung freue. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das wie immer eigentlich gemacht mit Chiasamen und Haferflocken und habe diesmal noch ein bisschen Magerquark mit ins Porridge gegeben. Einfach für ein bisschen Protein noch. Zimt fehlt mir leider echt ein bisschen. Ich muss unbedingt mal welchen kaufen gehen. Ich glaube, das mache ich heute direkt mal. Ansonsten ist wieder eine halbe Zermatsche Banane drin. Den Rest habe ich als Topping genommen. Dann Kakao nimmt es oben drauf, bisschen Erdnussmus. Und das war es eigentlich schon. Und dazu gibt es jetzt noch eine Tasse Waldbeertee. Und das ist jetzt mein Frühstück. Es ist übrigens auch schon wieder 22:30. Also weiß nicht, ob man es noch Frühstück nennen kann, aber sagen wir mal verspätetes Frühstück. Ich freue mich trotzdem voll drauf. Lou ist übrigens wieder super aktiv heute. Generell in letzter Zeit, der pennt immer den halben Tag und dann, wenn irgendjemand da ist, dann geht es immer richtig ab. Also keine Ahnung, was bei dem los ist in letzter Zeit. Ich mache übrigens aktuell gerade noch nebenbei ja immer noch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin bei der Online-Trainer-Lizenz. Übrigens, sorry, wie ich aussehe, ich war gerade Haare waschen. Jedenfalls bin ich immer wieder erstaunt über mich selbst, dass ich tatsächlich die Motivation habe, mich nachmittags, wenn ich von der Schule komme, gut, nicht unbedingt von der Schule, von der Arbeit eher gesagt, oder so abends zum Schlafen gehen oder am Wochenende, mich dazu motivieren kann, zu lernen. Es ist halt auch einfach super praktisch, weil du alles online machen kannst. Ich sitze quasi auf der Couch, habe meinen Laptop auf dem Schoß und lese mir die Module durch, mache dann die paar Fragen am Ende und gehe zum nächsten Modul. Ich bin jetzt beim Modul 5 von 21. Also ich habe schon noch ein bisschen was vor mir, aber ich muss sagen, ich finde es mega interessant. Also, und das finde ich, ist gerade das Wichtigste, wenn man einen Beruf lernt, dass man wirklich auch Spaß dabei hat. Weil ich merke ganz oft, wenn ich für die Schule lernen muss oder so, ich kann mich dazu einfach nicht motivieren. Und klar, ich finde den Beruf an sich sehr cool, so im Büro arbeiten und gerade so in Richtung Industrie. Wenn man halt auch wirklich einen Anreiz hat zu lernen, weil es einem Spaß macht, dann macht man es auch automatisch gerne und lernt es auch viel besser. Also ich kann mir das wirklich gut einprägen. Es macht momentan richtig viel Spaß. Es ist eine staatlich geprüfte Ausbildung dann. Also ihr habt quasi dann eine richtige Ausbildung abgeschlossen mit 21 Lernmodulen online und dann könnt ihr danach quasi noch die Prüfung online machen, zumindest beim Ernährungsberater so. Bei den anderen Ausbildungen muss man dann, glaube ich, für den Prüftag direkt an die Prüfstandorte kommen, aber da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Es gibt nämlich 25 Prüfstandorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz, also ich denke, da ist auf jeden Fall was in eurer Nähe dabei. Ich hatte nämlich auch schon ein bisschen Bammel, dass ich dann irgendwie zur Prüfung muss und dann ist die irgendwo in Berlin oder so und dann muss ich erstmal eine Stunde hinfahren. Also informiert euch da einfach mal und dann ist es sicher was bei euch in der Nähe. Und wie gesagt, Ernährungsberater ist einfach komplett online, also selbst die Prüfungen. Was ich halt super praktisch jetzt gerade in Lockdown-Zeiten finde, weil man, wie gesagt, keinen Kontakt hat mit anderen und einfach zu Hause lernen kann. Oder im Bus, in der Bahn, wo ihr es auch immer wollt. Es gibt nämlich auch eine App fürs Handy, die habe ich auch auf dem Handy. Ist halt mega cool und ich mache jetzt einfach mein Hobby zum Beruf und finde es total nice. Und kann sich nur mal ein bisschen ans Herz legen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, euch da mal ein bisschen genauer zu informieren, ich packe euch den Link zur Webseite in die Infobox und auch meinen Code, damit könnt ihr 10% sparen. Und genau, ich versuche das auch so ein bisschen in der Praxis umzusetzen, was ich in der Theorie lerne. Und ich finde es einfach cool, das dann vielleicht neben meinem Hauptberuf nebenbei noch zu machen. Also ich finde es mega nice. Genauso wie mein Frühstück heute. Oh, love it. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall noch schmecken lassen. Meinen Tee trinken. Und dann muss ich mich ans Schulzeug machen setzen. Beziehungsweise heute eventuell noch einkaufen gehen, so rum. Deswegen höre ich jetzt mal auf mit labern und melde mich später wieder. Coffee Day. Gibst du Dr. Wayne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich werde mir trotzdem meinen Kaffee schmecken lassen. Frühstück war übrigens richtig lecker. Ich werde mich jetzt ans Schularbeiten machen setzen und ans Video schneiden. Am Sonntag ist Muttertag, da muss ich auch wieder ein bisschen planen, was ich da backen will. Ich fahre dann Sonntag früh wahrscheinlich zu meiner Mom und überrasche sie mit Frühstück, deswegen mal schauen. Aber denkt an eure Motivs. So ihr Lieben, es ist jetzt, ich glaube um 2 mittlerweile, ich war gerade nochmal fix einkaufen für heute Abend. Und zwar gibt es jetzt einfach bei mir einen kleinen Mittagssnack. Ich habe mir hier türkischen Apfeltee gekocht. Und ich habe mir jetzt einfach, es sieht so unschön aus, ne, aber es schmeckt, denke ich, ganz lecker, mal versucht, Protein-Grieß selber zu machen. Ich habe da jetzt einfach ganz normalen Dinkelgrieß gekocht, dann Proteinpulver dazu gehauen, Schoko natürlich,
dann noch ein bisschen Puddingpulver. Und ich habe jetzt aber keine Geduld mehr, die so lange abkühlen zu lassen. Deswegen esse ich die jetzt einfach so, wie sie sind. Ich hatte die kurz im Tiefkühlfach. Sollte man eigentlich nicht machen, wenn die Schale noch relativ warm ist, aber eine Minute oder so. Vielleicht hat es da ein bisschen was gebracht. Noch ein paar Tiefkühlbeeren ein bisschen erwärmt und oben drauf gehauen. Ein bisschen Agavendicks habe ich noch drin zum Süßen. Und ein bisschen Magerquark noch für ein paar mehr Proteine. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, dass es schmeckt. Und ich habe irgendwie voll Bock heute auf was Süßes. Ich wollte eigentlich meinen Kaiserschmarrn machen. Jetzt habe ich mich aber dafür entschieden. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Oh, so nice. Und als Nachtisch gibt es noch einen Apfel. Da war dann leider der Ton wieder nicht so gut vom Video, deswegen mache ich hier schnell über Voice-Over. Ich habe am Nachmittag noch eine Karotte und ein bisschen Zartbitterschoki gesnackt und ich war dann beim Zahnarzt spontan, deswegen habe ich relativ spät Abendbrot gegessen. Ich habe mir nochmal so eine geile Mienudelpfanne gemacht, das hatte ich auch im Bodykiss-Video schon mal gegessen. Es war so lecker, es sind einfach Mienudeln mit Pak Choi und Pilzen, ein bisschen Kokosnussmilch und Gemüsebrühe und ganz viel Gewürze. Und genau, davon habe ich dann ungefähr die Hälfte bzw. ein Drittel in 3/4 von gegessen, weil es richtig, richtig lecker war. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Freitag. Ich zeige euch jetzt mal ganz fix mein Essen. Es gibt 2 Scheiben Brot mit Avocado, ein bisschen Karotte und Apfel. Ich bin nämlich ein bisschen eher zu Hause, deswegen esse ich dann, wenn ich zu Hause bin, eine Banane. Ein paar Nüsse sind noch mit drin gewesen. Und wieder einen Kaffee mit Haferdrink. So, ihr Lieben, ich habe die Schulwoche geschafft. Ich bin jetzt mittlerweile schon zu Hause. Wir hatten heute nur 6 Stunden. Ist auch richtig so zum Freitag. Ist jetzt erst 2:30, voll ungewohnt. Ich habe mir jetzt schon was zum Snacken gemacht. Voll Bock heute aufs Abendessen. Wir machen heute wahrscheinlich überbackene Schnitten. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Snack. Und wie eigentlich die letzten Tage, also ziemlich unspannend, habe ich mir einfach Naturjoghurt und Quark gemischt. Dann wieder so Inner Beauty Pulver dazu gehauen. Ein bisschen Banane noch. Agavendicksaft fällt mir gerade ein, habe ich vergessen, aber ich denke mal, schmeckt doch so. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Honig oder Agavendicksaft drauf, mal schauen. Dann ein paar Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Dinkelflex und Zimt fehlt immer noch. Den muss ich heute unbedingt einkaufen gehen. Ich verzweifle ohne Zimt, oh Mann. Auf jeden Fall, ich habe gerade so Bock drauf. Jetzt kurz noch eine Tasse Waldbeertee und ein großes Glas Wasser. Ihr Lieben, mein Nachmittagssnack bestand heute noch aus einem Proteinpudding und hier so einem Stück Zartbitterschoki wie die letzten Tage auch schon. Ich hatte irgendwie voll Bock auf Schokolade. Und zum Abendessen gibt es halt bei uns überbackene Schnitten aus dem Backofen. Hab ich voll Bock drauf. Die bereiten wir jetzt mal vor. Ja, einfach Toast belegt mit Tomate, bisschen Käse und Robin macht noch Wurst drauf. Mal schauen, vielleicht machen wir noch einen kleinen Salat dazu. Das wird heute, denke ich, unser Abendessen. So sehen die überbackenen Schnitten jetzt aus. Wie nice. Oh mein Gott. Hier sind auch noch ein paar drin. Das riecht übrigens im ganzen Haus mega gut. Das sind Robins. Hier sind 2 für mich. Weil wir keine Tomaten mehr so viel da haben. Deswegen habe ich jetzt einfach 2 mit Tomate und Mozzarella gemacht. Freue ich mich voll drauf. So sieht jetzt mein Abendessen aus. Wie gesagt, ich habe da auf dem einen sogar ein bisschen Butter noch drunter gemacht. Bei dem anderen habe ich es weggelassen. Große Tomaten draufgelegt und dann noch so grüne Mozzarella. Richtig nice. Wir hatten das früher immer mit meiner Familie ganz oft gegessen. Halt dann mit Wurst schmeckt es auch richtig geil. Aber esse ich halt, wie gesagt, nicht mehr. Dazu gibt es jetzt ich wollte eigentlich einen Gurkensalat machen, weil der richtig nice schmeckt mit Öl, Essig und Dill. Wir haben aber leider keine Dill mehr da. Und das ist noch nie da gehabt. Ich muss unbedingt mal welches kaufen. Deswegen habe ich jetzt einfach noch ein paar Bohnen, die vom Kartoffelsalat übrig waren, mit rangehauen. Bisschen Öl, Salz, Pfeffer. Das war es eigentlich. Und dazu gibt es noch ein gekochtes Ei. Und das ist jetzt mein nächstes Mittag. Nee, Mittagessen, nicht Abendessen. Ich freue mich richtig drauf. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei mir gab es gestern Abend, fällt mir gerade noch ein, noch einen Apfel und eine Kiwi. Und genau, jetzt habe ich mir Frühstück gemacht. Es ist Samstag. Es ist jetzt auch schon 10:30 oder so, genau. auf jeden Fall habe ich mir einfach so Bananen-Pancakes gemacht mit Ei- und Haferflocken. Noch ein bisschen Backpulver, Zimt und so Vanille-Aroma mit in den Teig gemacht. Genau, dann jetzt gerade angebraten und dann noch ein paar Tiefkühlbeeren dazugegeben, hatte ich heute irgendwie mehr Lust als auf Apfelmark. Und dazu gibt es jetzt noch eine Tasse Waldbeertee und ein großes Glas Wasser.
Ich backe gerade einen Cheesecake für meine Mom für morgen. Morgen ist ja Muttertag. Der sieht ganz gut aus soweit. Ich hoffe, dass das was wird. Ich räume jetzt gleich noch ein bisschen die Küche auf. Wir sind auch schon ein paar Erdbeeren am Auftauen. Wir wollen heute eigentlich auch noch picknicken. Ich habe heute Morgen deswegen schon zwei Äpfel geschnitten und ein paar Weintrauben. Davon haben wir schon ordentlich gesnackt und auch Äpfel schon, weil wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir das noch machen. Aber ich denke, ich fülle die dann einfach noch mit ein bisschen Karotte und Paprika auf, dass noch ein bisschen Gemüse dabei ist. Dann nehmen wir aber ein paar Sachen zum Snacken, weil draußen halt richtig schönes Wetter ist. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Ich habe vorhin noch einen Müllermilchreis vegan gegessen. Der ist richtig lecker. Ich weiß nicht, ich hatte heute irgendwie voll Bock zu snacken. Deswegen gab es hier auch noch Ami Jellies. Ich glaube so 8 Stück oder so. Ich liebe die. Wir haben die gestern mal gekauft. Ich hatte gestern Abend schon richtig Bock, was zu naschen, aber habe mir das irgendwie ein bisschen verkniffen. Und heute, jo, hatte ich dann irgendwie mehr Bock drauf. Deswegen habe ich nach dem Frühstück eben noch so ein bisschen rumgesnackt. Ich habe auch von dem, ich habe ja so einen Keksboden gemacht beim Cheesecake. Und da habe ich auch schon, ich glaube, 5 oder 6 Butterkekse gesnackt. Aber solche Vollkornkekse von Leibniz, wenn ihr die kennt, die sind richtig lecker. Also wieder sehr gesund heute unterwegs. Auf jeden Fall war das so mein Snack im Laufe des Vormittags. Und einen halben Kaffee habe ich auch schon getrunken. Und ich denke mal, wir werden dann langsam losmachen. Ich freue mich zumindest richtig drauf und halte euch auf dem Laufenden. Okay, also irgendwie ist halt wieder Snacken angesagt. Ich habe jetzt hier ein paar saure Gurken gesnackt. Ich liebe die. Ich esse die einfach so gerne. Und es gibt noch eine Laugenstange. Die hat sich Robin eigentlich geholt, aber irgendwie habe ich da gerade voll Bock drauf. Wir waren dann am Nachmittag, wie gesagt, noch picknicken. Es war richtig schönes Wetter in der Sonne, auch noch gegen späten Nachmittag. Haben noch ein bisschen gesnackt und uns einfach einen schönen Nachmittag und dann noch einen schönen Filmabend zu Hause gemacht. Und am Sonntag war ja Muttertag und da bin ich früh zu meiner Mama gefahren, habe frische Brötchen vom Bäcker geholt und genau, einfach den Tisch draußen in der Sonne gedeckt, bisschen Obst geschnitten, Säfte und Tee und Kaffee gekocht. Und genau, so sah dann der Cheesecake übrigens aus. Der sah nicht so schön aus, aber der hat ganz gut geschmeckt mit dieser Erdbeer Creme obendrauf, richtig lecker. Meine Schwester hat noch was Kleines gebastelt. Ich habe noch 2 Tübchen aus dem Garten abgeschnitten. Genau, meine Mama hat sich richtig gefreut, weil die dann nicht alleine frühstücken musste mit meiner Schwester, sondern ich noch mit dabei war. Wir haben uns einen schönen Vormittag gemacht. Ich hatte auch direkt einen Sonnenbrand von dem schönen Wetter. Also es hat sich gelohnt. Und genau, war auf jeden Fall ein schöner Morgen. Ich habe übrigens einfach ein Brötchen gegessen mit bisschen Aufschnitt und dann noch ein bisschen Hörnchen, genau, mir einfach mal ein bisschen was gegönnt, ganz viel Obst und Kaffee und dann haben wir uns noch ein Stück Kuchen geteilt, also jeder hat halt ein Stück gegessen mit dieser Erdbeersoße, es war richtig lecker, also Cheesecake habe ich glaube ich so ein bisschen für mich entdeckt und dann habe ich einfach den Tag noch ein bisschen genossen, auch mit Robin zusammen und habe einfach mal das Wochenende über nicht gefilmt. Ich möchte an der Stelle auch schon wieder das Food Diary beenden. Wie gesagt, ich melde mich am Ende nochmal, deswegen ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Und ja, seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt bis dahin gesund und munter. Und bis dahin, ciao, ciao.